Ich habe hier einen Bericht, der euch interessieren könnte. Er erzählt von einer Schlucht in den Wimark-Bergen und einem Geheimnis, das angeblich darin begraben sein soll. Doch als die Kirche dem nachgehen wollte, wurde sie von den grauen Wächtern abgewiesen. Und warum sollte mich das interessieren? Weil der Champion dort war. Ich muss anmerken, dass ihr es leider versäumt habt, dieses Abenteuer zu erwähnen. Ach das. Ich dachte nicht, dass ihr euch dafür interessiert. Es war einfach eine Angelegenheit der Hawks, ein paar Katerzwerge, die zu weit gegangen sind. Ihr werdet mir nicht glauben. Ich lasse es darauf ankommen. Na schön. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Dort ist es. Das sieht nicht besonders zwergisch aus. Diese Zwerge gehören zur Charta. Sie sind also eher Verbrecher und Schmuggler als irgendetwas anderes. Allerdings sind sie normalerweise nicht unbedingt dämlich. Ich weiß nicht, warum sie euch angreifen sollten. Ich kann noch immer nicht fassen, dass sie sich in die Galgenburg geschlichen haben, nur um an mich heranzukommen. Glücklicherweise sind sie jedoch gescheitert. Und mich konnten sie ebenfalls nicht töten. Ihr habt doch einen Plan, oder? Ich habe zwar ihr Versteck gefunden, aber meine Quellen konnten mir weiter nichts berichten. Das ist alles äußerst merkwürdig. Warum sagt ihr das? Das ist doch nur die Charta, nicht wahr? Soweit meine Kontakte in der Charta wissen, sollten sie überhaupt nicht hier sein. Eigentlich sollte es nicht einmal ein Hier geben. Dieser Ort ist unsichtbar, ein blinder Fleck auf der Karte. Bianca war noch nie so misstrauisch und sie ist begierig darauf, endlich loszuschlagen. Ist das denn wichtig? Wir müssen einfach dafür sorgen, dass sie nicht länger versuchen, uns zu töten. Gutes Argument. Also, wie lautet der Plan? Es muss einen Grund geben, warum sie uns angreifen. Und ich habe vor, das herauszufinden. In Ordnung. Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu tun. Wir gehen also einfach da rein und schlachten jeden Zwerg ab, der uns begegnet? Nicht jeden Zwerg. Mir gefällt einfach der Gedanke nicht, dass sie an euch herankommen können. Das beunruhigt mich. Lass uns gehen, bevor sie uns bemerken. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Templer für so etwas freigestellt wird. Wir dürfen es also nicht vermasseln, in Ordnung? Ich halte Wache, damit du keine Überraschungen erlebst. Ruf einfach, falls du mich brauchst. Gehen wir. Habt ihr irgendeine Idee, warum die Charta hinter euch her ist, Hawk? Diese verdammte Charta ist unter meiner Stadt. Die Charta sollte eigentlich wissen, dass es keine gute Idee ist, Jagd auf euch zu machen. Ich schätze, wir sollten das als Warnung auffassen. Sie gehören zur Händlergilde. Die Charta ermordet keine Gildenmitglieder. Das ist wirklich merkwürdig. Zu den Waffen! Hört ihr das? Speer der Charta? Denkt ihr, sie haben uns erwartet? Bewahrt die Barrikaden! Wir sind offenbar nicht allein. Endlich seid ihr hier! Ihr seid gekommen! Seht her! Es ist Malcolm Hawks Kind! Sie ist zu uns gekommen! Was hat mein Vater hiermit zu tun? Mit ihm hat es begonnen, mit euch endet es. Blut für Blut! So wurde es uns gesagt! Das ergibt überhaupt keinen Sinn! Ihr seid jetzt zu uns gekommen und das ist alles, was zählt. Also bitte, wie hätte ich denn eine derart reizend formulierte Einladung ausschlagen können?
Wir brauchen das Blut. Ihr versteht es nicht. Na schön, das war's dann mit der Unterhaltung. Wir nehmen es uns. Orypheus wird erneut unter der Sonne wandeln. Können wir auf unserer Liste schon mal abhaken. Normalerweise verhält sich die Charta nicht so. Sie sind Geschäftsleute. Ich wüsste gerne, wer dieser Korypheus ist. Und irgendwo hier... Wie viele Generationen von Kriegern haben hier wohl Wache gestanden? Und warum macht mich das nervös? Das müsste es gewesen sein. Gebunden in Lyrium? Das klingt nicht gut. Und da ist sie. Eine Festung? Hier draußen? Passt auf, wo ihr hinkommt.